Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute machen wir ein schönes Freundschaftsangeln. Ich habe hier Besuch. Der Ralf ist mit dabei. Ich muss wirklich gucken, ob ich da mithalten kann. Ja. Also wir haben jetzt schon mal die Plätze eingerichtet, tun jetzt ein bisschen anfüttern. Der Ralf hat mir sein Futter mal mitgebracht, das ich hier gern mal ausprobieren will. Und ja, einfach ein schönes Angeln. Wir gucken mal, dass wir ein paar schöne Fische fangen. Zielfisch ist Karpfen, weil dieses Jahr sieht es wirklich bisher noch mau aus. Und ich gucke Ralf einfach mal über die Schulter, was er da macht. Und ich sage schon mal viel Spaß beim Video, Leute. Wo es jetzt ans Angeln geht, tue ich mal hier Futter anmischen. Das ist das, was der Ralf mir mitgebracht hat. Besser gesagt, ich habe es mir ausgesucht. Der hat eine riesen Palette heute bei gehabt. Ich nehme mal hier den Skimmer-Mix. Ja, ich denke ganz einfach die gelbe Futterfarbe da. Und Eye-Cake, ich denke, das wird hier gut funktionieren. Ralf, ich mache die ganz Tüte. Ich mache hier ein Kilo rein. Und dann normalerweise mit dem Wasser gehe ich halt mal vorsichtig ran. Misch das mal durch schon. So. Es duftet wirklich herrlich. Schade, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. So. So. Noch ein bisschen Wasser muss rein. Macht das immer ziemlich flott. So. Und macht das am Anfang ein bisschen nasser. Ne? Weil das lasse ich jetzt gut 15 Minuten ziehen und dann siebe ich es durch. Und dann dürfte es wirklich perfekt sein. So, das packe ich jetzt schon mal in einen anderen Eimer und mische gleich das zweite Futter an. Das zweite Futter, dann nehmen wir mal das Leber, Big Fish Leber, keine Ahnung, ob das hier fängt, also das ist Premiere, ich habe noch nie so ein Leberfutter gefischt, bin mal gespannt. Auf jeden Fall, auch wieder einen Schluck drin, ich denke, das zieht mehr, weil das viele gemahlene Pellets hat. Das hat wirklich intensiven Lebergeruch. So. So sieht es jetzt hier aus. Und das lasse ich auch 15 Minuten ziehen. Sieb's durch, eventuell nochmal nachfeuchten. Und da ist es perfekt. Mal Hände sehen aus, ey. Und siebt es dann immer hier mit so einem 2 mm Sieb durch. Und dann geht's los, Leute. Das Angeln beginnt. Ich tue mal jetzt hier schon mal ein bisschen anfüttern. Setz zu Beginn einfach mal ein paar Körbe von dem gelben Skimmer-Mix. Und dann noch mache ich hier ins Körbchen noch so 2 mm Pellets. Ja, und hau einfach mal zu Beginn mal 4 Körbe rein. Alles so, ich sag mal so 2 Meter weg vom Schilf, von der anderen Seite. Ah, der Skimmer-Mix, der duftet schön. Ich bin mal gespannt, was da geht heute. Ja, der Ralf angelt auch ziemlich nah am Schilf gegenüber.
So, tue jetzt noch mal hier genau die Ablage einstellen, dass die Rutenspitze gerade so übers Wasser zeigt. Genau so soll es aussehen. Und jetzt mache ich mir noch eine zweite Rute fertig. Die erste Startfütterung ist gemacht und ich zeige euch mal, wie ich hier angel. Ich mache hier mit einer Rute, fische ich hier an so einem Seerosenfeld ziemlich nah mit einem Methodkorb. Habe jetzt auch schon ein kleines Rotauge gefangen. Und am gegenüberliegenden Ufer, da tue ich mich mal ein bisschen austesten und werde mal jetzt hier umswitchen auf ein, mit Marder. Versuch's mal mit dem Helikopter-Rig hier. Und da kann ich das immer tauschen und kann dann wechseln auf einen ganz normalen Methodkorb. Hier wieder meine Supera-Route, 5000er Rolle. Was habe ich drauf? 20er Monophile. Dann habe ich hier noch eine Schlagschnur, eine 26er. Ja, einfach ein schönes Setup hier. Und probier's mal jetzt mit Marde. Und kann dann immer mal wechseln, mal Maiskorn. Bei den Maden hat man halt hier das Problem, wenn die ganz kleinen Rotaugen am Platz sind. Aber wir schauen mal. So, die Rot lege ich mal hier zur Seite. Aha. So, jetzt machen wir mal den. Ja, ich mache jetzt mal Marde dran. Mit dem Skimmer-Mix. Ja, es ist heute wirklich sehr verhalten. Ralf hat vorgelegt drüben mit einem schönen Brassen und ein paar größere Rotaugen. Und jetzt konnte ich nachziehen, hat ein Giebel und eine Schleie. Aber es ist wirklich zäh heute Morgen. Wir müssen da wirklich um jeden Biss kämpfen, also ganz schwierig. Obwohl ich damit gerechnet habe, dass wir heute wirklich gut fangen, weil die Bedingungen sind perfekt. Ein bisschen Wind ab und zu. Es ist nicht ganz so heiß. Aber ja, es ist komisch. Ich probiere mich hier immer mal durch, von der Köder her. Hab jetzt mal wieder so einen pinken Entwurf da dran und dann tausche ich mal wieder. Der Giebel hat zum Beispiel auf so einen braunen gebissen. Ah,
So Leute, jetzt mal wieder bei mir einen Biss gehabt. Ja, aber alles so wirklich sehr, sehr verhalten. Der Ralf hat mal kurze Zeit wirklich die Fische am Platz gehabt, aber das ist jetzt wieder nachgelassen. Ich habe jetzt hier Bisse, aber ach. Aber immerhin, die Giebel hier, die lassen mich nicht im Stich. Da kommt wieder so ein schöner. Ja, da macht ganz schön Rabatz hier nochmal am. Ja, jetzt habe ich ihn. Wieder ein schöner Giebel da. Alles die Größe. Ich bin gespannt, ob noch ein Karpfen beißt. Und die Bisse, ne, das sind alles so Fallbisse. Ach, ganz komisch. Normal geht hier immer die Route krumm. Und das jetzt sind alles so Fallbisse. Ganz sachte beißen die so. Das ist komisch. Aber ich denke, Ralf, probier im Method-Korb und probier mal hinten die Ecke anzuwerfen da. So, ich baue jetzt hier nochmal um. Angel hier nochmal ein paar Würfe bitte. Mit Made, feinen Vorfach. Und kriegt dann einen Karpfen drauf, ja, das wär's. Aber mit der Rute kriege ich den raus, die ist so biegsam. Gehe ich mal gleich ein bisschen weg vom Futterplatz. Von vorhin. Und mehr Richtung Mitte. Ja, zack, war der Akku leer, Leute. Das ist mir auch noch nicht passiert. Ich habe die Kamera laufen lassen, habe das gar nicht beobachtet. Und auf einmal war alles aus. Ja, es war wirklich, wir haben noch gut gefangen. Schöne Giebel. Der Ralf hat mit der Kopfrute noch gut abgeräumt. Alles richtig große Rotaugen. Also da konnte ich mir echt was abgucken. Es hat auf jeden Fall einen riesen Spaß gemacht. Und ja, so soll es auch sein, so ein Angeln unter Freunden. Ne? Man kann immer mal was abgucken und war super, ja. Ich habe jetzt hier den Setzkescher noch getrocknet und ja, wie gesagt, Leute, ich sage schon mal ciao, bis zum nächsten Video, Leute. Wenn euch mein Kanal gefällt, lasst mir ein Abo da und macht's gut, ciao. Jetzt kommen noch ein paar Bilder vom Angeln und bis demnächst.